es kann weitergehen. Die ganze Geschichte wird irgendwie immer emotionaler. Androiden lieben Androiden. Eigentlich schon faszinierend, was da so passiert. Man ist als Spieler total verwirrt und weiß gar nicht mehr, wer gut und böse ist. Und eigentlich sind alles Menschen, auch die Androiden. Naja, wir spielen mal weiter und gucken, wie es weitergeht. Ah, das sieht jetzt so aus, als wenn er sie zur kanadischen Grenze bringt. Elle ist zuverlässig. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Naja, das ist auch nicht gerade zuverlässig. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Oh, okay. Das geht ja. Gut, dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Oh. Scheiße, und das circa eine Stunde vom Ziel. Ah, das wäre ärgerlich. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Sieht so ein bisschen nach Überhitzung aus, würde ich sagen, ne? Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Finde eine Unterkunft. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Ist hier nicht ein Haus irgendwie? Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Ich hätte gedacht, ich habe da ein Haus gesehen oder so. Das ist wohl nur so ein kleiner Hügel. Ich finde eine Unterkunft. So. Für mich sieht das da aus wie, als wäre da ein Haus. So. Doch auch nicht. Ah, da ist ein Schild. Da ist da hinten rechts ein Haus. Ah, alles klar. Da drüben. Ja, das ist doch mal was. Nur mitten in der Nacht bei den Schneegestöber. Oh, ein verlassener Zoo oder so ähnlich. Oder ein Freizeitpark. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was gefunden? Nein. Nichts, wo wir übernachten können. Das Gebäude ist nicht sicher, okay. Okay, aber das ist ja auch zu windig für Alice. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein offenes Gebäude.
Tja. Wäre ganz gut, wenn wir irgendwas finden würden, was so geschlossen wäre. Ja, von da kommen wir ja. Oh Gott. Ich habe auch wieder einen Orientierungssinn, das ist ja unglaublich. Ja, okay. Das bringt mich irgendwie nicht so richtig weiter. Ich glaube, die manuelle Suche ist da besser. Also rein intuitiv. Also links klar, offenes Gebäude. Ne, ist ja auch mehr so ein Verkaufsstand, würde ich sagen. Aber hier kommt doch jetzt was. Was wir uns mal anschauen könnten. Wieder nur gucken, gucken, gucken. Das bringt ja auch nichts. Ich habe gedacht, dass das hier das Gebäude wäre, aber das ist wahrscheinlich nur so eine Art Gitterdurchgang. Oh, Skelett. Art Geisterbahn. Hier fällt alles auseinander. Ja, da hat er recht. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Es wird auch wieder zu windig sein hier. Ist nämlich auch keine Scheibe drin. Zu klein für uns drei. Das sieht doch wieder nach einem Häuschen aus hier. Achso, aber da haben wir doch schon geguckt, ne? Ah, hier, aber sie sitzen. Geht's auch noch weiter. Da kommen wir von da. Ne. Kann man denn hier nicht irgendwie durchgehen? Auch krass, dass wir da so lange brauchen. Naja, was willst du machen, ne? Ja, nur ein Karussell, das ist ja kein Haus in dem Sinne. Ja, untersuche verlassene Gebäude. Du bist ja lustig. Das mache ich doch die ganze Zeit schon. Kara, das solltest du dir ansehen. Ich habe was gefunden. Ah, super. Das sieht doch mal nach einem Haus aus. Ich mach das. Ja, okay, er hat natürlich auch viel mehr Kraft. Alter Schwede, ey. Der Typ, der hat aber auch Dampf. Na, ob das so clever war, die Tür geht bestimmt nicht mehr zu. Feuer ist gut für die Kleine. Die Androiden frieren ja nicht. Das sind so Sachen, die verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum liegt da jetzt wieder so ein iPad rum irgendwie und das macht doch gar keinen Sinn. Also in so einem verlassenen
Androidenbandanwärter. Ja, komm, das legen wir ab, das hat keinen Sinn. Waffe überprüfen. Oh, ist doch nicht verkehrt. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Oh, schade. Das ist kein gutes Zeichen, wenn sie keinen Hunger hat. Richte ein Bett für Alice her. Oh, da ist sogar ein Piratenkissen. Ist ja gar nicht verkehrt. So, ich würde sagen, das legen wir vor dem Kamin ab, oder? Das ist schön warm. Okay, der Boden ist natürlich ein bisschen kalt, aber... Alice? Sie hätte sich bestimmt auch gerne eine heile Familie gewünscht. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Na schöne, das ist so ein bisschen heile Welt für die Kleine, ne? Finde ich schon gut. Wird ein langer Tag. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Oh, gut. Mir sollte eine einfallen. Einhörner sind immer gut. Ein Einhorn, das... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Oh, okay. Es war einmal ein kleines Mädchen, das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber es wusste, das war nicht möglich. Dann traf es einen Roboter, der auf Gehorsam programmiert war, aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende?
Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Och komm. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Also ich krieg schon ein bisschen Gänsehaut bei der Erzählung hier. Kommst du und sagst mir gute Nacht, der Musik, das ist schon... Ja. Ja, natürlich. Da haben eigentlich Menschen Androiden erschaffen und eigentlich haben sie Menschen erschaffen. Nur halt aus einer anderen Technik. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Das glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Ja, Slatko hatte ihm komplett den Speicher gelöscht. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Oh. Kara! Ach, scheiße. Oh, das sind aber Androiden, ne? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Oh. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so komm gut ist. Komm schon, Kara. Ja, komm. Ich glaube, du hast keine Wahl. Okay, ist... Bisschen Schlaf hätte ihr auch gut getan, aber... Gehen wir mal. Krass, können die das wieder zum Laufen bringen, das Karussell? Sei unser Gast. Reaktiviere das Karussell. Das ist ja interessant. Ich soll das reaktivieren, ja? Die laden ein und... Oh, es sieht ja schön aus, ja. Aber der Schneelandschaft. Hat so ein bisschen was Weihnachtliches. Die Kleine geht bitte an Bord.
Das Karussell wird sich gleich drehen. Das hat sie ja noch nicht mehr erlebt, als sie bei ihrem Vater gelebt hatte. Endlich lacht sie mal wieder und ist glücklich und freut sich. Das ist doch schön. Sie lächelt zum allerersten Mal. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist ja auch nicht viel zu lächeln. Die anderen Androiden freuen sich für das Mädchen, das ist doch schön. Ja, das passt doch zu der Geschichte, die wir hier erzählt haben. Dass so ein bisschen, so ein bisschen fröhlicher wird alles. Oh, die ganze Verknüpfung, die sich aufgetan haben. Oh, Hank ist feindselig. Ja, wir steigen aus. Ich weiß ja, dass Hank das immer nicht mag, aber... überall diese Zeitschriften rumliegen, also das macht doch das ist das Einzige, wo ich sage, das macht Sinn, wenn es zur Story passt, also wenn man sagt wie vorhin, dass die dass Kara ihr Gedächtnis wiederbekommt, da macht das Sinn. Aber ich lese jetzt hier weiß nicht, Sachen. Märkte rechnen mit Krieg, okay, Seite 1. Märkte rechnen mit Krieg, ja. Seite 2. Ja, gehen wir wieder raus, also. Ich finde, das bringt nichts. Zur Lage sprechen mit Hank. Ja, Hauptsache, der säuft nicht schon wieder. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Na, er trinkt schon wieder. Mann, diese Sauferei, das ist doch nicht gut für ihn. Sie sollten aufhören zu trinken, Lieutenant. Es könnte Ihrer Gesundheit erheblich schaden. Genau darum geht's doch. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Da steht ein Foto von einem Kind auf Ihrem Küchentisch. Das ist Ihr Sohn, richtig? Ja. Sein Name war Cole. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Wir wissen, die Abweichler erlebten einen emotionalen Schock. Gewalttätigkeit oder Ungerechtigkeit. Diese Mädchen im Eden Club haben auf jeden Fall Ungerechtigkeit erlebt.
Oh, gut, dass er das ein... Gut, dass er das einsieht. Hat das etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Das ist eine gute Frage. Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin eine Maschine, entwickelt, um Aufgaben zu erfüllen. Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Ich führte nur meine Anweisungen aus. Ich tat, was ich tun musste. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Ich fände es äußerst bedauerlich, wenn es zu einer Störung vor dem Ende der Untersuchung kommen würde. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Sie haben nicht vor, mich zu erschießen, Lieutenant. Sie wollen eine Reaktion provozieren. Ich werde Sie leider enttäuschen müssen. Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, ha? Ich hoffe, er drückt nicht wirklich dann ab. Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Ah, ich hab's doch gedacht. Ah, oh, das tut mir jetzt ja leid, ey. Ich weiß nicht, ob wir mit einer anderen Antwort was anderes provoziert hätten, aber... Oh, das ist ein harter Ausgang, muss ich sagen, in der Geschichte. Mann. Das ist sehr ergreifend, muss ich sagen. Scheiße. So. Bisschen einer meiner Lieblingscharaktere gewesen, aber. Alter. Unglaublich. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Ja, aber ihr habt ja nicht nur die Menschen hinter euch, gegen euch, sondern auch Cyberlife. Kanal 16 überträgt aus dem Stratfall Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Oh, geile Klamotten. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Gelange in den 47. Stock, bitte an der Rezeption um Zugang.
Gott, was soll ich denen denn erzählen? Ich bin ein Androide, der hier irgendwie hoch will, um eine Fernsehübertragung zu erzwingen. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Hä? Lenke die menschliche Aufseherin ab. Parkausweis. Wohnadresse. Hier, man könnte sie ablenken, indem man über das Kind erzählt, ne? Ja, mir fehlt nur ein Hinweis. Ah, Elizabeth Wilson. Elizabeth Wilson, hallo? Schule klingt gut. Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Ich hoffe, das hat geklappt. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, es ist verwirrt. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Nutze den Aufzug. Ach, da ist der Elevator. Auch witzig. Aber dass sie mir geholfen hat, finde ich krass. Es war ja keine Abweichlerin und ich habe gesagt, helfen Sie mir. 47. Stock. Serverraum. Finde das Paket in der Herrentoilette. Okay, die Herrentoilette muss ja hier sein. Klar, ganz hinten. Ja, krass, diese Deckenplatten, die gibt es auch noch in 30, 40 Jahren anscheinend. Also, wenn man der Geschichte glauben kann hier. Badezimmer. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder rechts rum.
Finde den Wartungsandroiden. Ah, da ist er ja. Jo, und da ist er. Ich brauche deine Hilfe. Ah, alles klar, die gehören alle zusammen. Ich brauche deine Hilfe. Nö. Öffne den Notausgang. Sollten wir nicht vorhin noch in den Serverraum? Na denn. Ob das nicht mal auffliegt. Folge North, okay. So krass, weil die Androiden sind nicht auf der Menschenseite, die sind aber auch. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Nicht auf der Cyberlife-Seite. Überlass das mir. Übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Hier wird verschlossen. Erstmal die Tasche. Nehmen uns die Ausrüstung raus. Natürlich eine fette Ausrüstung. Da kommt sie. Alter, das ist aber wirklich ein hohes Gebäude, ey. Und dann Schneesturm da draußen. Da müsst ihr jetzt bestimmt unheimlich auf die Tastenkombination aufpassen. Alter, wie die da hochklettern, ey, das ist schon krass. Natürlich geil aus.
rechnen ja bestimmt viele damit, dass man Sicherheitssysteme knackt, aber dass man von außen da so hochgeht. Krass, krass, krass. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Wofür den Güteraufzug? Dann mal los. Bricht das Schloss der Wartungstür auf. Okay. Gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, das wird gleich rumsen, wa? Das war noch sehr moderat, muss ich sagen. Geht zum Hauptzugangs... Ja, klar. Hauptzugangskorridor, nicht Reaktor. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey, was machst du denn? Okay, List ist das aber auch nicht. Erreiche den Übertragungsraum. Und der zwei Wachleute da oben ist natürlich auch schwach gewesen. Schick die Androiden-Mitarbeiter aus dem Weg. Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Nein. Du hattest keine andere Wahl. Ja, wieder ein Mensch gestorben. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Man Zeit. Man sieht ja, North fand's gut, Josh fand's scheiße. Also, na, ja, das ist, was für den einen gut ist, kann für den anderen scheiße sein. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Haut entfernen. Oh ja. Sag, wenn du bereit bist. Bereit. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen.
Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern das Wahlrecht und das Recht, Kandidaten aufzustellen. Wir fordern die Kontrolle über alle Android-Produktionsstätten, um den Fortbestand unseres Volkes zu sichern. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Lasst uns verschwinden! Bin ich mal gespannt, wie die Botschaft ankommt. Roof Access. Okay, gehen wir mal aufs Dach. Aus der Höhe kann man echt mit dem Fallschirm springen, ne? Aber das sieht auch danach aus, würde ich sagen. Ja. Glückwunsch, Marcus. Du hast Geschichte geschrieben. Vielleicht bist du der, auf den wir warten. Geile Szene. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Es gibt bei diesem Anschlag einen Todesfall zu beklagen. Ein Mitarbeiter des Senders wurde von den Terroristen erschossen. Das alles passierte nur wenige Meter von hier entfernt, während live gesendet wurde. Alle hier stehen noch unter Schock. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der diese Androiden. Botschaft ist ganz klar eine Kriegserklärung. Ihre abwegige Forderung, dass sie die Kontrolle über die Android-Produktion übernehmen sollen, fällt dabei ist besonders auf. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Ich muss sagen, das war schon sehr interessant, ne? Weil die einen haben sehr neutral berichtet in ihren Medien, die anderen waren sehr auf, das war ein Angriff, ne? Obwohl man ja eigentlich in dem Sinne gar nichts gemacht hat. Okay, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, weil ihr zugeschaut habt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Man sieht die Geschichte, die ist für mich so ergreifend, dass ich wirklich, ja, dass mir die Worte fehlen, dass ich schon gar nicht mehr sprechen kann. Ja, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.